Herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Mein heutiger Gast, Claudio Apostol. Wir unterhalten uns über seine Nahtodeserfahrung gleich nach der Werbung. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. Free Spirit TV ist eines von mehreren Projekten des Free Spirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Free Spirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Ja, dann herzlich willkommen, Claudio. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass du ein Nahtodeserlebnis gehabt hast. Bevor wir da gleich einsteigen, erzähl doch unseren Zuschauern bitte mal, wer du bist, was du so machst, woher du kommst und dann schauen wir mal, wie deine Erfahrung ist. Dann steigen wir gleich ein. Ja. Ja, Bruno, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen und eine große Freude, dich auch wiederzusehen. Und ja, ich habe eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen. Aber ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Claudio Felix Apostol und im Laufe meines Lebens habe ich das große Glück gehabt, Erfahrungen zu sammeln und diese gebe ich an Menschen weiter. Unter anderem interessiere ich mich sehr für den Gesundheitsbereich, also alles, was mit Fasten, Entgiften zu tun hat. Das ist so mein Gebiet. Die Leute also du heißt ja Apostol, oder? Und dann nennst du dich Gesundheitsapostol. Genau, alles genau, darum geht's. Also Gesundheitsapostel einfach, weil Apostel, also der Apostel ist ja jemand, der auf eine gesunde Lebensweise bedacht ist. Und Apostel ist einfach die Änderung vom Nachnamen. Und weil ich mich hervorragend damit identifizieren kann. Also genau, es geht darum, die Menschen in eine bewusste, auch spirituelle, gesundheitliche Phase reinzubringen, zu begleiten. Und ja, so tue ich, was ich kann. Ich habe ein Gesundheitskonzept geschrieben damals und das darf ich anwenden. Und ja, unter anderem bin ich auch Fitnesstrainer und ja, das mache ich auch noch nebenbei. Also alles, was mir auf dem Herzensweg entgegengeflogen kommt. Jetzt wollen wir heute ja über deine Nahtodeserfahrung reden. Vorab kurz, hat diese Erfahrung etwas damit zu tun, dass du dich so für die Gesundheit interessierst? Hast du plötzlich wieder Lust am Leben gefunden oder wie war das und wann war das überhaupt? Ja, kann man so sagen. Ich muss ein bisschen ausholen. Du hast alle Zeit der Welt. Ah, herrlich. Okay, damit die Zuschauer ein Verständnis bekommen. Also erstmal sei gesagt, dass ich diese Geschichte, die ich jetzt hier gleich erzählen werde, maximal 10-mal erzählt habe. Diese Geschichte hat mein Leben definitiv zu 100% komplett verändert. Ja, das ist so ein Hauptfaktor, der mir widerfahren ist, damit ich, wie du sagst, komplett alles verändert habe. Unter anderem natürlich auch die Ernährungsweise. Um da mal richtig einzusteigen, damit die Zuschauer auch ein Gefühl dafür bekommen. Also, wir schreiben das Jahr 2009. Es war eine Zeit, wo es mir eigentlich ganz gut geht. Ich hatte eine Festanstellung, alles war super, habe gutes Geld verdient und irgendwann ist ein Schicksalsschlag passiert und innerhalb von einem Jahr habe ich so ziemlich alles verloren. Kein Job, Ex-Frau mit Kind auch gegangen. Das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war eigentlich, dass mein Sohn gestorben ist. Und dieses Schicksalsschlag, sage ich mal, hat mir sehr, sehr zu schaffen gegeben. Und das war eine Phase, wo ich auch nicht mehr leben wollte. Das war 2009. Und ich habe 2 Jahre ungefähr gebraucht, bis es mir auf allmählich gut ging. Also mir ging es dann auch wirklich gut. Und diese Geschichte hat es auch irgendwie mit dem Urvertrauen zum Schöpfer zu tun, zum Gott zu tun. Und Was ist denn da passiert mit deinem Sohn? Ein Unfall. Also der ist im Endeffekt,
Er lag auf der Couch im Kissen und hat sich dann wohl irgendwie gedreht. Der war 10 Wochen alt gerade mal und ist dann im Kissen, ist dann auf die Couch gerollt. In dem Moment war ich jetzt auch nicht da und das Blöde war, da war auf der Couch eine Daunendecke gelegen und so eine Baby-Daunendecke, so eine kleine dicke, normal ist die da gar nicht. Und dann ist er quasi regelrecht in dieser Daunendecke erstickt, wo ich dann hingegangen bin, war er schon blau angelaufen. Also es war eine sehr, sehr schlimme Zeit damals. Mhm. 45 Minuten ohne Sauerstoff. Also dann kam alles Mögliche, Krankenwagen, Helikopter. Mhm. Und dann wurde er reanimiert. Nach 45 Minuten kam dann das erste Mal wieder Puls, Herzschlag. Und ab da war alles wie so eine Blase für mich. Ja, mhm. Ab da war es unbeschreiblich. Ja, also da hat sich irgendwie alles verändert. Das war natürlich auch ein Schock. Und und dann hat es circa 4 Wochen gedauert. Also er war dann auf der Intensivstation im Koma gelegen, wurde beatmet. Und was da alles passiert ist, das ist einfach too much. Was ich sagen kann ist, um vielleicht einen Übergang zu machen, in dieser Phase habe ich zurück zu Gott gefunden, kann man so definitiv sagen. Ich wollte mir also mehr mal das Leben nehmen. Und man ist energielos, kraftlos, nichts ist wichtig, nichts ist von Bedeutung, außer dieser eine Augenblick, wenn du dein eigenes Kind da siehst. Ja, 4 Wochen drauf haben wir dann die Geräte abgestellt und auf einmal hat mein Sohn dann wieder angefangen zu atmen. Und aber ist das nicht so ein Moment, wo die meisten Eltern an Gott zu zweifeln beginnen, eher als zu ihm finden? Ja, also ich hatte schon immer so einen gewissen Zugang, habe aber diesen Zugang nie gepflegt. Ich war so sehr im Alltag verwickelt, im normalen Daseinsleben mit Arbeiten und allem, dass ich da gar nicht mehr an Gott gedacht habe. Und dieser schockierende Moment hat mich wachgeholt. Und am Anfang, die ersten Tage, der Zugang, der kam einfach, weil dieses Leid und dieser Schmerz, das war so unerträglich. Und es sind dann auch schöne Sachen widerfahren. Dass ich zum Beispiel in dieser Kapelle auch jemanden traf, der tief im Glauben drin war und ich hatte aber keinen Glauben, aber ich habe diese Ruhe gefunden in dieser Kapelle. Ich konnte nachts nicht schlafen, ich war ja permanent immer bei meinem Sohn, beim Joel quasi im Krankenhaus und man ist so ausgezehrt, so leer, ja, und du hast du willst einfach nicht mehr leben, ja, und wirklich auch Selbstmordgedanken und die Welt bricht zusammen. Also, und dann, ich weiß, was du meinst, normalerweise glaubt man nicht an Gott. Jetzt im Nachhinein weiß ich einfach, dass gewisse Dinge einfach vielleicht passieren sollen oder zugelassen werden oder dass auch ein Schicksalsschlag manchmal heftig kommen muss, dass der notwendig ist, damit man selbst auch sich vielleicht auch mitverändert. Oder also ich habe 8 Jahre gebraucht, um dann mit Frieden zu schließen. Also 8 Jahre, mhm. wo es immer wieder hoch und tief war. Und ich kann heute nur sagen, dass es dieser Glauben hat sich sehr stark gefestigt und der war für mich sehr, sehr wichtig. Das alleine war ja eigentlich schon eine nah am Tod-Erfahrung. Nicht am eigenen Tod, aber doch, ich meine, was gibt's Näheres als ein eigenes Kind? Ja. Und dann hast du trotzdem noch ein eigenes gebraucht, oder wie war das? Ja, genau, dann spulen wir vor. Das war ja Ende 2009 und jetzt gehen wir mal zu 2011. In den 2 Jahren, wie gesagt, ich war glücklich, ich war allein. Ich hatte zwar auf dem Bauernhof gelebt, in den Bergen, da gab es kein WLAN. Ich war sehr viel in der Natur draußen und war wirklich immer wieder am Hinwenden und am Lesen, auch mal im Kloster. Und man bekommt dann verrückte Sachen, ja, also eine innere Stimme, ja, also ich sage, weil ich es weiß, es war definitiv Gott, ja, also ich sage es mal so, ich hab stark zugenommen gehabt, war sehr ungesund, hatte meine 92 Kilo, habe nur noch gefressen, geraucht, mir ging es körperlich gar nicht gut und dann auf einmal irgendwann mittags um 12 kriege ich dann so wie so eine
Stimme, ja, also es ist kein Gedanke, das ist in der Herzgegend mit Gefühl, also ich wusste einfach, oh Gott, ja, was will er denn jetzt von mir, ja, und dann im Endeffekt war es dann so, ich hatte gesagt, ja, ich möchte, dass du fastest, lauter so verrückte Sachen. Und das hat dann lange gedauert. Ich habe die erste Woche verneint, die zweite Woche auch verneint. Und ich nein, und ich will nicht, und Wahnsinn. Und irgendwann habe ich richtig Freude. Ich war dann froh. Ne? Beim dritten Mal so bin ich wie innerlich auf die Knie gefahren und habe gesagt, okay, ich tue alles. Ja. Also du hast dich schon mal ein bisschen unbewusst quasi vorbereitet auf das, was dann kommt, oder? Ich wusste nicht, was kommt. Ja, eben, darum hast du dich wahrscheinlich richtig verhalten, oder? Ich habe einfach nur noch getan, was getan werden musste und habe sehr isoliert gelebt. Mir ging es aber wirklich sehr gut und es war einfach nur ein Weg. Mir war es wichtig, damit klarzukommen, aus diesem Leid rauszukommen. Es wurde, und die Glückseligkeit, die will ja gepflegt werden. Ne? Und mir ging es auch richtig gut eine Zeit lang, also sehr extrem gut. Und irgendwann habe ich dann alles so ein bisschen vernachlässigt, ja, war nur noch im Moment und nur noch im Jetzt. Habe mich nicht mehr so viel hingewendet, nicht mehr so viel gelesen, nicht mehr so. Ich wusste einfach, hey, es gibt Gott, der ist für mich da, der passt auf mich auf. Ich lebe meinen Tag und habe mir keinerlei Gedanken gemacht. Also es war so eine Phase, wo ich halt viel allein mit mir war. Und dann gab es einen Moment, das war, da ging es auf einmal wieder schlecht. Ja, also 6 Wochen nicht hingewendet und dann dachte ich mir, hey, ich habe diese Leere wieder, was ist da los? Ja? Mhm. Und dann fiel mir halt ein, ja okay, ich habe mich halt ja, nicht mehr so um diese Verbindung gekümmert. Ja? Ich gebe es dazu. Es war dann so ein bisschen, ja, man kommt dann wieder in andere Sphären, man will ja wieder Kontakt mit der Außenwelt. Und ich habe so ein bisschen vernachlässigt und dann ging es wieder schlecht. Ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, weil ich ja diese Gewissheit hatte, dass es ja Gott gibt. Also nicht so, dass ich dran glaube, sondern ich habe gewusst, hey, es gibt ihn. Und da habe ich ihn wieder quasi angerufen sozusagen, ja, immer mal wieder in der inneren Hinwendung, im Geiste. Und es war still. Es war still. Gar nichts mehr, ne? So kein, nichts mehr. Ja, und dann dachte ich mir, hey, was ist da los, ne? Und ich bin da ein paar Wochen dran geblieben und dann kam Tag X eines Montags, ja, die Verbindung wieder und irgendwie war das dann so, dass er halt wollte, dass ich in die Berge gehe. Wie so eine innere Bergwanderung, so eine Pilgerreise für mich, ja. Und dann bin ich noch früh raus, bin dann in die Berge gefahren. Es war ein ganz heißer Sommertag. Ja, die Leute, die, also ne, wir Menschen wissen ja, es ist ein Unterschied, ob man in die Wälder geht, in die Berge geht und man ist mit vielen zusammen. Oder wenn man alleine geht. Und wenn du alleine gehst und dann auch in dieser inneren Hinwendung, dass du wirklich irgendwo irgendwas finden möchtest, wenn es nur deine eigene Seele ist, ja, diese Stille, diese Ruhe. Und ja, mit dieser Hinwendung bin ich halt geführt worden, bin in die Berge gegangen und ja, barfuß, ja, Fischerhose an, eine thailändische, zack, nicht die Wanderwege, sondern wirklich querfeldein, auf allen Vieren, hoch, 3 Stunden. Ja, es war faszinierend, wundervoll, es war richtig schön, es war die Verbindung in der Natur. Es war absolut positiv alles. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt dann 2011, also 9 Jahre her, da war ich 35, jetzt bin ich 44 und es ist einiges passiert. Auf jeden Fall warst du auf einem spannenden Trip. Oh ja. Du bist also diesen Berg hochgekraxelt, oder? Stundenlange. Wahrscheinlich gar nicht mit einem Ziel. Ich meine, du hast dich ja sicher nicht ausgekannt dort, bist einfach los. Genau, es ging schon los, dass ich angehalten bin und dann wusste ich, wupp, stopp hier. Ja, so. Ja. Dann zack, rechts ran, zurückgefahren und dann da war kein Weg. Aber ich wusste, ich musste darauf. Aha. Also so richtig mitten in der Natur drin. Und da bin ich einfach gelaufen, einfach im Gipfel raus. Es war jetzt kein riesengroßer Berg. Und in circa 2,5, 3 Stunden war ich dann oben. Und dann war dann auch so ein Wasserfall, so eine Quelle. Und dann habe ich Quellwasser aufgefüllt, mich auf dem Felsen gesonnt, mich verbunden, meine Ketten gereinigt. Gebetet, mich bedankt, ich war glücklich, ich war eins, irgendwie so ich kam mir vor wie so ein Dschungel, ja, so. Es ist einfach schön, wenn man alleine wie ein Kind in der Natur ist mit Mutter Erde und barfuß läuft und einfach nur sich den Elementen hingibt. Also ich muss dazu sagen, in den 2 Jahren habe ich oft so Sachen gemacht und das war mal wieder notwendig und auf dem Weg hoch, war ich einfach total präsent bei mir, ja. Und irgendwann habe ich Hunger bekommen. Dann bin ich relativ zeitnah runter
Und ja, auch einfach irgendwie runter, ja, also es hat mich halt einfach gezogen, ja, das war abenteuerlich, da war es laut, da war es prickelnd, das Wasser hat geplätschert, das war Felsen und es war breit und man konnte auch stehen und genau, ich dachte mir, hey, nimm den Weg, ja, so, nimm einfach den Weg, das war so, ja, es hat sich richtig angefühlt und das war so ein Adrenalin auch, ja, so, aber positiv, ja, und dann habe ich halt angefangen, auf der Quelle entlang zu gehen, ja, also so immer Felsen und man, ja, wenn man so eine Waldquelle oder so ein Wassergefälle sieht, das schlängert sich, ja, also es geht mal runter, mal hoch, mal zur Seite und ja, und man muss aufpassen, weil wenn man da ausrutscht, also das ist jetzt keine Gefahr gewesen, ne, so richtig, aber ich wollte mich nicht stoßen oder verletzen oder ausrutschen. Mhm. Und es war wirklich so auf allen Vieren. Da musst du auch präsent sein. Voll, ja. Und das war auch schön, das war so, ja, so richtig präsent da und nass und geguckt und aufgepasst, okay, wo tust du den Fuß hin? Und mein Fokusradius war gerade mal 1,50 Meter, ja. Also wirklich nur in diesem Bereich, ja. So, und ja, jetzt was ich ja nicht bedacht habe, ne? Es wurde immer anspruchsvoller. Es wurde immer irgendwie verrückter. Und ich sah nichts außer dieser Augenblick, dass da, ja, und so eine Quelle schlängelt sich und ich es war immer so dieses, oh, geschafft, oh, das Nächste, wo geht's jetzt weiter? Wenn ich heute dran denke, dann frage ich mich, Mensch, wie bist du dahin geraten? Ich weiß es bis heute nicht, es war so verrückt. Es wurde immer anspruchsvoller, ja, und irgendwann weiß ich nur, dass ich dann irgendwie so rum bin und geklettert und auch so runtergeklettert, das ist so ganz verrückt. Und irgendwann hänge ich so da und gucke so runter und lasse mich dann irgendwie so, ja, so, also es war 2 Meter locker von den Füßen bis unten. Auf jeden Fall, ich lasse los und fall dann auf diese Plattform. Ja, und dann bin ich wach geworden. Bruno, was da passiert, das ist so unglaublich. Ich versuche es mal darzustellen. Da ist so eine Felswand. Und ich bin irgendwie so seitlich runtergekommen. Die Felswand hatte schon so 7, 8 bis 10 Meter. Aber ich bin ja nicht gerade runter, ich bin irgendwie so seitlich. Und ich war ja nur da präsent. Ich schaue ja nicht nach unten, wo ich bin. Ich wollte ja einfach nur, ja, die Quelle ist daneben. Ja, also bin ich auf dem richtigen Weg, da ist die Quelle und da geht's runter. Ich lasse mich irgendwie hängen, plumps runter, komme dann so auf von hinten, ja, Füße so hoch, komme so auf, freue mich. Ah! Irgendwie angekommen. Also geschafft. Geschafft. Ja, von wegen. Pass auf, und dann drehe ich mich runter. Ja, noch so ein Stück. Und dann ging es um die 15 bis 18 Meter tief runter. Dann war ich auf einer circa 3 Meter gerade Plattform, wenn es hochkommt, 3 Meter. Mhm. Und 1,50 zur Seite. Und daneben war dann dieses Wassergefälle. Aha. Ja, also es ist... Ja, und daneben waren es dann von der einen Stelle so 3 Meter zur Seite. Und ja, und die ging halt dann, also der Wasserfall ging dann gerade nach unten runter so. Ne? Und ich stehe dann auf und denke mir erstmal so, wow, puh, wo bin ich denn hier? Also dann war ich richtig präsent. Ich war immer noch so richtig positiv drauf. So. Das war so dieses, boah, jetzt, ja, und dann stehe ich so auf. Der erste Gedanke, der mir kam, so, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Der zweite Gedanke war, ruhig bleiben, cool. Du bist runtergekommen, also wo ein Weg nach unten ist, ne? Also so, wie es runtergeht, geht es auch wieder rauf, ganz logisch. Also ich war komplett so, naja, kein Problem, ich bin runtergekommen, also muss ich ja wieder raufkommen. Ja, und war dann da und hat gar nicht so Angst. Also ich war erschrocken, guck dann nochmal runter und denk mir, alter Schwede, ja, also... Ups, wo bin ich denn hier? Und dann ging hier dann der Felsen so hoch. Und ich gucke so, denke mir, ja, nice, ja, und hier so, okay. Und sofort hatte ich 3 Lösungs, weil ich habe gleich gedacht, okay, wie kommst du hier raus? Hatte ich drei Ideen quasi. Das eine war so, ja, da kletterst du so ein bisschen hoch und da ist die Quelle, die kam mir so runter, also enger beisammen. Das heißt, dann müsste ich locker die 1,5 Meter rüberkommen und dann kann ich da wieder raus. Ja, weil das war so der erste Gedanke. Aha,
Der zweite Gedanke war, ja, probier's doch einfach hier so rüber, weil die Quelle, die hat sich ja so geschlängert. Dann war ein Part, wo gar nicht mal so steil war. Also du hattest so... Wie eine Rutschbahn. Wie eine Rutschbahn, ungefähr 40 bis 60 Zentimeter, wo es so ein bisschen flach war und das Wasser war gerade mal bis zum Knöchel. Also ja, so das sah nicht schlimm aus. Es war so, ja, und da bis zur anderen Seite, wo du sicher wärst, wären es circa 2,50 Meter. Aber danach ging es halt richtig runter. Also das war wirklich nur dieses Stück, ja, weil wenn du da ausrutschst, dann ich habe runterguckt, da waren nur Felsen. Und welche Lösung hast du gewählt? Ja, erstmal Lösung Nummer 1, das war halt so ein bisschen nach oben, dann irgendwie rechts rüber. Gesagt, getan, ich hatte so einen Rucksack um, also, ne, also ich war barfuß, hatte so einen Rucksack gehabt, kein T-Shirt mit, gar nichts, hinten ein paar Flaschen, ein bisschen was zum Lesen mit, so eine thailändische Fischerhose, ja, lauter, die Kette hatte ich auch an, ja, so mehrere Ketten, die, also es war so, ich war voll in diesem Space, ja, und ja, dann dachte ich mir, okay, Lösung Nummer 1, ja, dann kletter ich da rauf, ohne Probleme, barfuß, bin auf so eine, ja, also ich schätze mal, die Füße waren vielleicht hier oben, also so, ich bin so gute 3 Meter hochgekommen und auf einmal, genau, war links die Hand, linke Bein war frei, rechts konnte ich nicht greifen und ich war nur noch auf dem rechten Fuß. Also wenn man sich so vorstellt, ja, dann links, rechts habe ich gesucht. Mit dem rechten Bein war ich da und hier, der Fuß war auch kein Platz. Also ich wusste, ich war quasi nur mit dem rechten Fuß und mit einer Hand da. Ja, und dann bin ich da oben und ich suche so die ganze Zeit, ja, so voll am Schauen, vielleicht ein bisschen so, bin so die ganze Zeit irgendwie am Schauen und ich denke mir, hey, da muss es doch weitergehen, das gibt's ja nicht, das ist 1-2 Meter, zack, und dann wäre ich rüber, nichts, ich habe keinen Griff, links auch irgendwie nicht und ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben, ne? Also ich probiere und kriege dann so, ja, also eigentlich keine Panik, das war immer noch cool. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie der Körper ist. Ich war erschrocken, dass der physische Körper jetzt einfach nicht mehr sich halten konnte. Mhm. Und bin dann irgendwie so schnell irgendwie runtergehüpft und keine Ahnung, bin wieder blöd aufgekommen, war wieder zack, guck wieder nach unten und da hatte ich schon ein bisschen Respekt, weißt du so. Also jetzt. Ich habe schon geschaut, dass ich achtsam falle, aber trotzdem bin ich nach hinten gefallen. Das kann schnell gehen, gell? Ja, und dann war ich ne, wieder so, ups, und dachte mir, hey, wow. Ja, dann wurde mein Gefühl so ein bisschen gedämmt. Ja, dann dachte ich mir, und dann kam der Gedanke, ups, scheiße, wo bist du hier gelandet? Und dann dachte ich mir, okay, scheiße. Also da war es so... Da waren ja auch keine Leute oder so. Nee, weit und breit, keine Menschen, kein gar nichts. Ja, und dann habe ich mich an die zweite Möglichkeit begeben. Das war die Stelle über die Quelle. Das waren so 2,50 Meter, wo eigentlich, ja, da ging es so flach runter. Ja, wie so Spider-Man auf allen Vieren, ganz vorsichtig. Ich war so fast auf der Mitte und dann ist mir das linke Bein ausgerutscht. Das ging ganz schnell. Und ich weiß nur, dass ich dann, also frag mich nicht wie, ich auf jeden Fall habe es irgendwie geschafft, mich dann so schnell wieder rüber zu hechten. Und dann lag ich irgendwie dann so da und ab da, Bruno, dann war vorbei. Also ich habe es irgendwie geschafft, wieder rüber zu kommen. Da dachte ich, jetzt fällst du runter, jetzt stürzt du ab. Da dachte ich, hey, da war... Also mir rutscht das eine Bein aus, ich habe irgendwie keine Stabilität, habe es irgendwie geschafft, wie aus Instinkt, mich mit der einen Hand und mit dem anderen Bein rüber zu hechten. Und mir ging die Puste, die Angst bis hier oben. Ich habe mein Herzklopfen gehört und danach war aus, dann war aus und vorbei. Danach lag ich da und dann ging das gar nicht mehr gut. Also da hatte ich echt Glück, dass ich nicht runtergefallen bin. Ja, und dann ist eine geraume Zeit vergangen. Du musst dir vorstellen, ich dachte, ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Ich dachte, verdammt doch mal, jetzt bist du hier irgendwo in der Natur gefangen, in einer aussichtslosen Situation.
Es wurde auch langsam ein bisschen dunkler, es ist Zeit vergangen und es war nicht viel Platz. Und ich war dann quasi so auf den Knien, ja, hinten der Felsen rum. Und dann war hier noch so ein bisschen frei und hier ging halt dann die Quelle entlang. Und alles hat sich verändert. Und auf einmal ist ein Zeichen passiert, das war so verrückt. Und auf einmal kam ein weißer, kleiner, süßer, weißer Schmetterling geflogen. Und er hat sich dann auf diesen Felsen hingesetzt. Also so gerade mal einen Meter gegenüber, so auf diesen Felsen. In dieser Situation, also, weißt du, und in dem Moment, wo ich diesen Schmetterling sah, war auf einmal wie Licht. Ja? Also es war wie, boah, ich habe mich so gefreut. Es war wie, als ob ein Gebet erhört worden ist in dem Moment. Es war hell, es war Licht. Ich war so wie so ein Kind, wo so staunt, ja, so ein Kind, wo dann, wow, ein Schmetterling und so dieses, als würdest du eine Elfe sehen, ja, oder ein Einhorn oder so ein Kram, ja, was es vielleicht gar nicht gibt. Und das war so selig, hat mich das so richtig mit Freude bereitet und da war einfach dieser Schmetterling und schaut mich einfach nur an. Ja, und dann habe ich, ohne zu reden, Kontakt aufgenommen. Ja, und so, hey, Schmetterling, wow, schön, dass du da bist, ja, so voll verrückt irgendwie. Also dieser kleine Schmetterling hat mich voll rausgeholt aus dieser Dunkelheit, ja, das war so Wahnsinn, das war so, wow, so zack, einer macht's Licht an, wumm, Käseglocke drüber, Schmetterling da, voll, Angst war alles weg, es war so richtig belebend. Und dann rede ich mit dem Schmetterling, ja, so dieses, hey, schön, dass du da bist und oh, Schmetterling und wusste, der will mir was sagen. Ja, und dann verbinde ich mich mit dem Schmetterling und habe ihn halt dann auch gefragt, hey, möchtest du so, hast du mir was zu sagen? Und in dem Moment, Bruno, fliegt dieser Schmetterling einmal, zweimal, dreimal um meinen Kopf, geht nach oben. Und jetzt so eine krasse Formation. Der fliegt so 4 Meter so rauf, 3-4 Meter rauf, dann links, dann wieder rauf, rechts, war weg, kommt wieder. Also das war so komisch, wie der geflogen ist. Ja? Das war so 3 Meter, 4 Meter, 2 Meter. Also der Schmetterling hat mir den Weg gezeigt, wie ich eigentlich darüber runtergekommen bin. Ja, das habe ich dann gecheckt. Also der hat mir richtig den Weg gezeigt. Ja, und jetzt kommt, der Schmetterling und ich staune so, hinten geht die Wand so hoch und bin voll so fasziniert, wie so, hey, dieser Schmetterling, ja, ganz in weiß, ein kleiner Schmetterling, ganz in weiß. Wahnsinn. Ja, und dann fliegt dieser Schmetterling runter, ich schaue ihn noch so an und wow, mit so Augen. Auf einmal landet dieser Schmetterling genau auf meine Nase. Der landet auf meine Nase und die Flügel gehen auf. Und ich sehe nur, zack. Ja, also es war einfach alles weiß. Ich gucke, dann landet der auf meiner Nasenspitze, macht die Flügel auf. Und ich kann es dir nicht sagen, wie lange der da gesessen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich war in dem Moment nicht so paralysiert. Ich war so, bumm. Und dieses Kribbeln, diese Gänsehaut, dieses Gefühl, das gab mir so eine Liebe, so eine Kraft, so eine, ja. Und das dann bist du ihm auch gefolgt und bist den Weg wieder zurück, den er dir gezeigt hat? Alles war super, ich bin mir gegangen, war voller Mut und habe dann echt einen richtig bescheuerten Fehler gemacht. Und zwar, liebe Alin, erzähl uns doch etwas über den Bewusstseinsflug. Der Bewusstseinsflug. Das ist unser neuestes Projekt, das wir vor ein paar Wochen gestartet haben. Das ist eine riesen Plattform rund ums Thema Bewusstseinsforschung und Spiritualität, wo du tolle Beiträge findest, sowohl in Schriftform wie auch im Videoformat. Zum Beispiel haben wir Rubriken wie Live on Stage, wo du uns in voller Action erleben kannst. Wir haben aber auch Rubriken wie die Texte, die Teachings. Die Teachings, genau. Ja, da hast du Texte ohne Ende zum Studieren. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, nämlich die Insights, ein heißer Tipp von mir. In Insights, da beantwortet Bruno bzw. forscht Bruno in seinen Büchern, erläutert Textpassagen und geht tiefer.
und liest zwischen den Zeilen. Liest zwischen den Zeilen, ja. Das geht nämlich auch. Genau. Und weil wir wirklich das Gefühl haben, dass es dir genauso geht wie uns, dass du nämlich das Gefühl hast, hier auf der Erde einen Auftrag zu erfüllen oder erfüllen zu wollen. Wenn wir dich unterstützen dürfen, dann herzlich gerne. In unserem Vlog fehlt aber auch der Humor nicht, oder? Nein, und wir haben nämlich auch noch den Bereich Q&A in unserem Vlog, wo wir deine spezifischen Fragen beantworten in einem Video. Wow, das ist ja schon unglaublich viel, aber das ist noch lange nicht alles. Wir zeigen dir nämlich in der Rubrik Diverses auch ein paar Videos, die wir nicht so veröffentlichen, weil sie uns peinlich sind, oder? Ja. Aber dir muten wir es zu. Weißt du, so Videos, wenn die Aline mich überrascht oder wenn ich sie überrasche, entweder beim Kochen oder beim Staubsaugen oder was auch immer wir gerade machen, du kannst dann bei uns reinschauen und meistens haben wir auch gleichzeitig einen ziemlich guten Tipp für dich dabei. Du bist also sozusagen Backstage mit dabei. Live dabei bei uns die Hai, wie wir in der Schweiz sagen. Also, wenn du das Gefühl hast, du könntest bei uns ein bisschen was profitieren, fühl dich frei und komm zu uns in den Bewusstseinsvlog unter www.bewusstsein-vlog.com und schon sehen wir uns wieder. Wir freuen uns auf dich. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich hab dann echt einen richtig bescheuerten Fehler gemacht. Und zwar habe ich mich runtergedreht. Und wenn du auf eine gewisse Höhe bist und du hast nur diese 3-Meter-Plattform, dann siehst du ja von oben automatisch, dass die Plattform A kleiner ist und B, du siehst verdammt nochmal die ganze Länge bis nach unten. Mhm. Und in dem Moment kam wieder dieses Gefühl der Ehrfurcht, Angst und dann kam ein Gedanke, was ist, wenn dein Körper oder wenn dir die Kraft ausgeht. Und dieser Gedanke mit dem Blick und dass ich nicht wusste, wo es jetzt, es ging ja noch ein Stück hoch, irgendwie so rum. Ja, und dann wumm. Es war ein Fehler, runter zu gucken. Und dann bin ich wieder runter und ich will mich jetzt nicht so sehr in den Einzelheiten verzetteln. Was aber ja, das wäre schön. Ich weiß nur, ich war in dieser Blase. Es war eine Lichtblase. Und das war für mich die eigentliche Nahtoderfahrung. Also ich war definitiv nicht mehr an diesem Ort. Ich habe mich auch ganz anders gefühlt, ganz leicht. Und war aber dennoch in dieser Blase gefangen. Und aber in derselben Situation. Also dennoch in dieser Angst, dennoch in diesem Gefühl, dass es eine aussichtslose Situation ist. Ja, und dann kam eine Stimme und nennen wir es einfach mal der Schöpfer, die Schöpfung, das All-Eins, alles, was da ist, Gott. Ja, und der fragte oder hat mich gefragt, bist du bereit? In einer Ruhe, in einer Geduld, in einer Liebe, einfach nur dieses, bist du bereit? Ich habe in dem Moment, wo ich da so war, habe ich es klar und deutlich vernommen, aber ich habe nicht verstanden, was er wollte mit bist du bereit? Die Seele, ich rede jetzt nur vom Inneren, die Seele war so voller Angst erschrocken und ich war wie so ein trotziges Kind. Ja. Ich habe mich aufgeregt und war so aufgebracht. So, nein, ich bin nicht bereit. Ich will noch nicht sterben, ich will noch nicht gehen. Ich hatte Angst, ich hab die Frage nicht verstanden. Er wiederholte immer wieder dieses, bist du bereit, ja. Und es war, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das war eine ewig lange gefühlte Zeit. Und immer wieder klopft's, ja, und immer wieder dieses, ich war einfach nur, nein, ich will nicht sterben, ich will nicht gehen, ich habe Angst gehabt. Bis ich irgendwann nach gefühlten 1000 Jahren probiert. Also das war für mich so lang und irgendwann höre ich, in einer Liebe, in einer Geduld, in einer Ruhe, bist du bereit? Und dann habe ich es endlich mit meiner Seele, mit meinem Herzen aufgenommen, was er meint damit, bist du bereit? Und dann bin ich aufgestanden und blick so nach oben in dieser Lichtblase. Ja, also stell dir vor, wie so eine Lichtblase ist. Also ich habe mich von außen auch gesehen und selbst wahrgenommen. Und dann musste ich ja ehrlich zu meiner Seele sein
Und dann habe ich so ein bisschen runtergeschaut und dachte so, nee, ich bin nicht bereit. Und wo ich aber die Augen quasi auch geöffnet habe, war direkt daneben so eine Lichtkugel. Ja, so ganz komisch. Und ich war drin, aber gleichzeitig konnte ich mich von außen beobachten. Mhm. Und daneben, ich vergleiche es immer ganz gern, wie da ist jetzt die Sonne, ne, die Größe der Sonne. Und daneben ist vielleicht jetzt unser Planet. Ne, der Planet ist so richtig klein im Vergleich zur Sonne, wenn man die daneben stellen würde. Und unmittelbar in einer nicht so, so weiten Entfernung war ein riesiges Licht. Das war für mich so die Quelle. Die Quelle, das war ein grelles Licht. Das war hell, das war schön, das war flackernd. Und ich konnte sehen, wie ich dahin gehöre. Das war wie die Quelle, und die Quelle an Seins. Das war das nach Hause. Nach Hause. Mhm. Und als wenn ich jeden Einzelnen auch wahrgenommen habe, als würden die in dieser, auch in so einer Blase, nur größer, winken, ja, wie so durch Scheiben, hey, ja, so, das war so, und wo ich aber, na, ich bin dann aufgestanden und dann war ich kurz traurig, weil ich war nicht bereit. Ich habe zum Gott geantwortet, nein, ich bin nicht bereit. Ja, und er wollte nur wissen, ob ich bereit bin. Willst du jetzt nach Hause? Du kannst nach Hause kommen, wenn du es willst. Aber ich war ja ehrlich zu mir selbst und ich wollte die Erde halt noch nicht verlassen. Ich war noch nicht bereit. Und ich habe das Gefühl gehabt, Mensch, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht erfahren, nicht erlebt, nicht getan. Also war ich definitiv nicht bereit. Und es hat lange gebraucht, bis ich aus dem Herzen das so frei sprechen konnte. Wo ich dann aber wahrgenommen habe, dass da das Zuhause ist. Dachte, kam wieder der Kopf und ich war traurig, weil ich dachte, hey, ich muss ja bereit sein, um nach Hause zu kommen. Und dann kam die nächste Frage. Möchtest du trotzdem, dass du nicht bereit bist und für immer jetzt gehst, möchtest du trotzdem, so ungefähr jetzt, wo du schon da bist, möchtest du denn Hallo sagen? Ja, so. Und ich voller Freude, so, ja, logisch, ja, dieses so inneres Gefühl, ja. Und ehe ich es ausgesprochen habe, also ich habe es bejaht und in dem Moment war ich schon dort. Also ich wurde wie reingezogen, ich war da, ich sag ja und dann bin ich da so drin und dieses Gefühl, deswegen habe ich mich ja auch dazu entschieden, diese Geschichte, die ich wirklich maximal 10-mal erzählt habe, jetzt wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil das ist was, wenn wir das alle irgendwie erfahren oder wissen, was uns da erwartet. Das gibt mir heutzutage noch so eine Kraft und so eine Gelassenheit, dass dieses Chaos, dieser Nebel, dieser Schleier, was wir gerade auf der Erde erleben, wenn du weißt, dass auf jeden Fall das Gefühl unbeschreiblich. Ne? Ich war dann da oben und das heißt, wir sind eigentlich immer ganz nah an zu Hause dran. Ja, ja. Ja, und ja, ja. Was ich erfahren habe, du musst es dir so vorstellen, ich weiß, du hattest ja auch eine Nahtoderfahrung oder auch ein Erlebnis. Ich habe dein Buch leider nicht gelesen. Ein großes Manko. Ich weiß. Ich habe andere Bücher gelesen von dir. Das kommt noch. Das hat noch nicht sein sollen. Ich weiß. Aber ich kenne die ganzen Vorgeschichten. Die habe ich natürlich schon gelesen. Ne? Mit dem Unfall und das weiß ich. Bei mir war es dann so, ich war in der Quelle drin und um das Gefühl zu beschreiben, bei mir war das irgendwie so, wir kennen doch den Film Die Sieben Zwerge. Ja? Und dann kommt auf einmal diese Prinzessin nach Hause und die Zwerge, die freuen sich. Boah, die Prinzessin kommt. Und jeder Einzelne macht dann, freut sie so sehr und begrüßt diese Prinzessin. Und ja, und der eine tut irgendwie den Tisch rücken, den Stuhl rücken, der eine klopft. Also man macht dir das Leben so angenehm wie möglich und jeder beschenkt dich. Und so ein Gefühl, nur bei weitem intensiver, so war das. Du kamst nach Hause, eine Liebe, so viele einzelne Seelen, ja, wie Geschwister, Brüder, aber einerseits vereinzelte Persönlichkeit, also jeder, ich und du, aber dennoch eine Einheit. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, dennoch eine Verbindung. Und es war einfach nur richtig schön, da zu sein. Und als würde jeder von diesen Zwergen mit dir reden. Die Aufregung, wow, du bist wieder da, erzähl, mach mal. Und wow, und ich so dieses wow. Und dann war ich gefühlte 6 Tage, weil ich immer reingehe, also so ungefähr. Und dann bin ich die Reise wieder nach unten angetreten. Was ich aber dann noch sagen will, das war wie eine
Erholung, das war eine Lichtdusche, das war eine Liebesdusche. Es war ein Frieden, es war eine Liebe, es war Freude, es war Paradies. Paradies. Einfach nur Paradies, ja. Ja, es war einfach nur schön. Ja. Einfach nach Hause kommen und einfach nur. Ich kann es anders gar nicht beschreiben, was für eine Ruhe, was für eine Frieden, was für eine Liebe da ist. Und trotzdem befinden wir uns immer noch auf diesem kleinen Vorsprung, mitten in der Natur, wo du noch nicht weißt, wie du da wieder rauskommst. Mhm. Hast du Tipps bekommen drüben? Als ich dann nach unten kam wieder, ja. Also vom Gefühl her muss man sich vorstellen, wie du springst einfach, ja. So wie in den alten Geschichten, du hast ja deinen Stock, ja, dann hast du einen Beutel mitgenommen und da sind gewisse Geschenke und diese Geschenke haben dir deine Geschwister gegeben, ja. Und der eine sagt, Mensch, wenn du unten bist, dann mach doch mal das. Der andere wollte das. Und ich habe alles Mögliche an Erfahrung, Wissen, Informationen aufsammeln können und musste mir wie so einen Zettel ausfüllen. Aha, der eine wollte. Also alles, was ich da unten jetzt erfahre, ist gar nicht für mich. Jede Erfahrung, jede Emotion ist für uns alle. Ja, das ist so, als ob, hey, könntest du das machen? Und die kriegen das aber zeitgleich mit. Das heißt, wie du sagst, man ist verbunden. Man macht das fürs Kollektiv. Ja, und dieses Gefühl. Und damit bin ich dann nach unten. Ja, das war so, kann ich machen? Natürlich, ja, mache ich. Und du warst so voll aufgetankt, voller Licht, voller Liebe. Und dann springst du da und ja, wie so eine Rutsche nach unten und dann weiß ich noch komplett, deswegen, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich mich auf der Erde befinde, ich bin so da und dann weiß ich, weil ich voll mit meiner Seele halt verbunden war, richtig, und mit dem Bewusstsein und auf einmal komme ich wieder an und dann das Erste, was mir wahrnehmen ist der Körper, also dieses im Körper, das die Seele halt in den Körper rein und diese Schwere. Also bei mir war es dann auch gleich der Atem, so diese, also diese schwere Materie halt. Die Materie, ja. Und dann war genau, da war die Seele wieder im Körper gefangen quasi, ja, der Materie. Und ich war dann da, hab die Augen wieder aufgemacht, natürlich düster, dunkel, alles beim Alten, es hat mich null interessiert. Ich dachte mir nur, wow, Ich war einfach bei mir. Ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt, als würdest du dein Blutrauschen hören, dein Herz, ja, pumpen. Das war so laut alles, so intensiv. Und dann war ich einmal wieder da, ja, und voller Energie, voller Kraft, voller keine Angst, kein gar nichts, ja. Und dann? Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich Bescheid, mir kann nichts passieren. Ich kletter jetzt genauso hoch, wie ich auch runtergekommen bin. Wenn es einen Weg runter gibt, gibt es einen Weg rein. Ja, und dann kletter ich und dann bin ich wieder an diesem Punkt, wo ich mich wieder umdrehe. Ich, Idiot, gucke ein zweites Mal runter. Ja, hatte zwar keine Angst, aber diesmal war es eine ganz bewusste, vernünftige Entscheidung, wo ich gesagt habe, Scheiße, nein. Weißt du, so dieses, fuck, ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ja, so das war einfach so. Und dann bin ich wieder runtergegangen, war wieder da, habe aber gelacht. Ja, dachte mir so, wie ein Impuls, probier doch mal jetzt dein Handy. Ja, mein Handy ausprobieren, nachdem ich es, keine Ahnung, wie oft probiert habe, von jedem Felsen irgendwo einen scheiß Empfang zu kriegen, gar nichts. Ich aus dem Rucksack raus, guck, habe mir nichts dabei gedacht und auf einmal hatte ich richtigen Empfang. Ja, dann rufe ich 110, 112, keine Ahnung, ja, 110, wird durchgestellt zur Bergwacht, erkläre dann innerhalb von einer Minute voller Aufregung, wo ich mich befinde. Und die aus der Gegend, die wissen das, welcher See ich meine und wo das sein muss. Und das Gefühl, ich war dann einfach nur so da und ey, ein Grinsen drauf, eine Freude, ja, einfach so dieses, wow, super. Rettung kommt, ich werde gerettet, aber ich war erfüllt von dem anderen Erlebnis. Einfach dieses zu spüren, wo war ich da? Oder dass es Gott gibt, dass ich jetzt gerettet wird, dass nur eine Frage der Zeit ist. Und ich habe mich drei Stunden, dreieinhalb Stunden gar nicht wegbewegt. Das war dann schon
ungefähr Mitternacht. Und also nach circa 3 Stunden dachte ich mir, hey, wo bleiben die? Also ich war voll, ich habe ja gar keinen Gedanken gemacht. Ich war einfach nur am Staunen, in der Dankbarkeit, in der Liebe. Ja, ich Sterne, es war, mir war auch nicht mehr kalt. Es war einfach so, jetzt weiß ich, jetzt kommt Rettung. Und nach 3 Stunden dachte ich mir, jetzt ruf mal nochmal an. Ne? Jetzt wollte ich mal wissen, ob die mich hier auch finden. Ja, so, ich hatte keinen Stress. Ich dachte, na, so langsam wird es Zeit, ja. Dann rufe ich da an, werde durchgestellt und dann habe ich die Bergwache am Telefon und die sagten dann, ja, wir haben sie in der letzten Zeit so oft versucht zu erreichen und ja, die sind nicht durchgekommen. Also das Handy war ja daneben, es war auch an, ja, so. Ich hatte auch noch Empfang und also ich musste Empfang haben, es war nicht kein Flugmodus ein, kein gar nichts, ich hatte noch Saft drauf, alles war super und ich dachte mir, die werden sich schon melden und ich musste nur gucken, ob ich irgendwas höre oder so. Und genau, ein Licht hat sich, ein Fahrzeug hat sich hinten bewegt, ich habe ein Licht gesehen und daraufhin habe ich nach 3 Stunden angerufen und habe denen vermittelt, ey, da ist gerade ein Fahrzeug vorbeigefahren, ihr wart schon richtig, ihr müsst nochmal zurück. Und dann daraufhin haben die halt gesagt, Mensch, wir haben versucht, sie die permanent zu erreichen, wir konnten sie nicht erreichen und ich habe es einmal versucht und bin sofort durchgekommen. Ja, es war so verrückt. Ja. Und irgendwann kam dann das Seil runter. Da kam dann einer so mit Stirnlampe, hat sich abgeseilt und das Erste, was er halt fragt, guckt so verdutzt, ja, sieht mich mit so einer zerrissenen Hose, bisschen am Knie aufgerissen, barfuß und total strahlend glücklich, ja, so Augen total geflasht, ja, wie so ein keine Ahnung was, ja, und dann fragt er erstmal auch, geht's ihm gut? Ich so, ja, alles super, ne? Und dann die gleiche zweite Frage, wie sind denn die, also auf Bayerisch so, ne, wie bist du denn hergekommen? Ja, wie bist du hergekommen? Und nicht nur, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, und der seilt sich so ab und so, ne, und ja, glaubst du kannst klettern? Ich habe dir noch ein Geschirr mitgebracht und so. Und ich so, ja klar, dann habe ich das Geschirr angezogen. Also ich bin vorgeklettert und er hat gemeint, du bist auch an mir gesichert, wenn das ist, aber du solltest schon versuchen, selbst zu klettern. Und dann hat dieser, also das, was der Schmetterling gesagt hat und die Strecke, wie ich runtergekommen bin und überhaupt das Ganze, der hat mir es dann genauso nochmal erklärt, pass auf, wir gehen erstmal hier die 4 Meter irgendwie da rauf, dann geht's hier rum, dann musst du da rum, dann da nochmal rauf und dann geht's vorne rechts und dann kommst du schon hoch. Und ziemlich crazy die ganze Geschichte, so würde ich mal sagen. So crazy, ja. Aber weißt du, was das Spannendste am Ganzen ist? Weil wir haben ja gesagt, Nahtodeserfahrung. Und die meisten Menschen denken sich, okay, da ist einer im Koma oder irgendwie so. Aber nah am Tod ist man immer dann, wenn man glaubt, man hundertprozentig weiß, jetzt ist fertig. Ja. Das ist ein Nahtod, die Erfahrung. Als ich meinen Unfall hatte mit dem Autounfall da, war es auch so, dass hat mich noch gefreut, als du das gesagt hast, weil in dem Moment, wo ich damals geglaubt habe zu wissen, jetzt ist vorbei, haben diese Erfahrungen dann angefangen, dass ich außerhalb des Körpers gewesen bin. Also wer diese Erfahrung will, muss nicht unbedingt sterben oder fast sterben oder so. Es kann jede Situation ausreichen, wo du sicher bist, jetzt ist fertig. Und das heißt für mich aber auch, wenn was Schlimmes passieren würde, wenn du jetzt zum Beispiel abgestürzt wärst und tot gewesen wärst, wäre wahrscheinlich deine Seele schon raus, bevor du unten gewesen wärst. Das hoffe ich. Das hoffen wir mal. Ja, ich glaube, auf diese Art und Weise zu sterben, ist letztlich gar nicht so schlimm, weil wenn wir überzeugt sind, jetzt ist fertig, und das sind wir, wenn wir runterfallen, bevor wir landen schon, dann sind wir gar nicht mehr drin. Ist eigentlich eine beruhigende Message. Absolut, absolut. Also der Körper ist vergänglich, die Seele lebt weiter und das, was ich weiß jetzt nicht, ob je nachdem,
ob jetzt jeder da das erlebt, ob es wirklich so ist, dass die bösen Menschen vielleicht in die dunklen Welten kommen. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe, und es war absolut so eine Bereicherung und so schön. Und und wie du am Anfang auch erwähnt hast, das ist halt was, eine Erfahrung, die uns wahrscheinlich geprägt hat, die Dinge anders zu betrachten, anders zu sehen. Und ja, und das ist auf jeden Fall. Also ich habe diesen Zustand auch als einen sehr schönen Zustand erfahren. Ich möchte da den Menschen wirklich ein bisschen Beruhigung geben. Ja. Es ist vielleicht unangenehm, wenn man dran denkt, aber wenn man dort ist, ist es eigentlich herrlich. Ja. Auch diese Erfahrungen sind natürlich von unserem Bewusstsein abhängig. Unsere Sendungen sind übrigens von einer gewissen Zeit abhängig. Das heißt, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Wie du ja weißt, haben wir immer ein paar Satzanfänge vorbereitet bei Freespirit TV, die du einfach spontan vervollständigen kannst. Hast du Lust mitzuspielen? Auf jeden Fall, sehr gerne, Bruno, gerne. Ich bin? Ich bin eine Seele, die eine irdische Erfahrung macht in diesem Körper. Und ja, bin gerne hier und ja, versuche möglichst den Weg des Herzens zu gehen, so gut ich kann. Schmetterlinge sind? Heilige, wundervolle, zarte Geschöpfe, ein Wunder. Ich würde niemals bewusst andere Menschen schaden, wenn dann unbewusst. Und ja. Wenn ich könnte, dann würde ich. Wenn ich könnte, dann würde ich den Menschen ganz, ganz viel Mut machen, geben. Und denen einfach sagen, hey, glaubt an Gott, es gibt viel mehr als das, was wir hier wahrnehmen. Du bist nicht dein Körper, du bist die Seele. Und wende dich hin, erfahr das Ganze, dass dieses Leben nicht immer dieses Matrix, die Matrix ist, ne, sondern dass er viel, viel mehr ist. Liebe ist alles. Stell dir vor, du könntest eine Botschaft an die gesamte Menschheit richten. Es ist aber nur eine einzige Botschaft. Es muss also die wichtigste sein, die du hast. Wie würde die zum heutigen Zeitpunkt lauten, wenn jeder Mensch würde diese Botschaft hören, im ganzen Universum? Wie würde deine Botschaft lauten? Ja, meine Botschaften sind meistens etwas lang. Okay, also... Die Botschaft würde lauten, wir sind hier in einem spirituellen Krieg, wie man es wahrnimmt. Und wenn man bedenkt, es gibt die düsteren, dunklen Mächten, dann gibt es natürlich auch die guten Mächten. Und meine Botschaft wäre, hey Leute, wie verdammt nochmal wollen wir hier auf Erden bestehen, wenn man sich nicht die Kraft gibt von Gott. Ja? Und die Botschaft ist, wendet euch hin und lasst euch selbst führen. Und alles andere geschieht dann automatisch. Das heißt, dein Leben wird sich verändern. Ja? Einfach vertrauen, den Weg des Herzens gehen und der Rest kommt automatisch. Egal, ob es jetzt eine Ernährungsumstellung ist oder ob man irgendwie sich selbst hinterfragt oder meint, irgendwas an seinem Leben zu verändern. Diese Kraft, diesen Mut, diese Klarheit, diese Stärke, um das dann zu tun, was getan werden muss, die kommt automatisch. Und wir müssen uns an dieser Quelle auch mal erinnern, anzapfen. Das wäre die Botschaft, ganz simpel. Ja, in diesem Sinne, lieber Claudio, vielen Dank. Gerne. Ich danke dir auch, Bruno. Für das Mitteilen deiner Geschichte. Ja. Ich glaube, viele Menschen können da viele Parallelen und auch Inspiration daraus ziehen. Sollte euch übrigens da draußen unsere Sendungen bei Freespirit TV gefallen, denkt daran, wir haben irgendwo an der Seite auf unserer Webseite auch einen Spenden-Button. Mhm. Wir sind über jede Spende froh, damit wir weiterarbeiten können und die ganze Infrastruktur und alles am Laufen halten können. Benutzt das, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Aber noch mehr würden wir uns auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Freespirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Bruno.